den Nacken frei vom straffen, kurzgeschnittenen Haar, die Brille vor den Augen, im derben Leinenkleid ein stämmig blondes Mädel. So kannten wir dich, Lilo. Wenn du als Chef mit deinen Pionieren am Sonntagmorgen ins Neckartal hinauszogst, Lieder lehrtest du sie, schwimmen, zelten und lehrtest sie auch Mut, Hilfsbereitschaft, Solidarität. Denn du wusstest um unsere Sache. Denn du wusstest um unsere Sache. Den Bleistift überm Textbuch, eine Holzbank als Soufflierpult, halfst du den Spieltrupps unserer Jugend, halfst bei den Proben der politischen Revuen, oft bis nach Mitternacht in engen, rauchverqualmten Sälen. Auf einem Knie das Stück, auf dem anderen das Lehrbuch der Chemie, darin du in den Pausen studierend Formeln nachschriebst. Du, die Chemiestudentin. Denn du wusstest um unsere Sache. Als der braune Rattenfänger dann sein blutiges Spiel begann, bliebst du auf deinem Posten, unauffällig, unerschrocken, und all die Diskussionen, die wir das Jahr vorher in den Studentengruppen durchgefochten, sie wurden plötzlich blutend Leben. Leben wurde dein Wort, wir bleiben. Denn du hieltest Stand, im Stillen erst, dann in der Gruppe, die mitten im tausendohrigen Terror schrieb und flüsterte und warnte, warnte. Hitler, das ist der Krieg. Krupps, Eisentröst ist Krieg. Reichsautobahn ist Krieg. So warntest du. Die einzige Frau in einer Vierergruppe, die Frauen deiner Stadt. Du, die furchtlose Studentin von Stuttgart. Denn du wusstest um unsere Sache. Chemiestudentin warst du. Du warst Mutter inmitten dieser Mordzeit. Und welche Mutter? Jeden Tag schriebst du mit zärtlicher Exaktheit das Tagebuch deines Söhnchens. Als dann ein Mann aus deiner Vierergruppe hochging, als der Würgering der Gestapo um dich sich enger zog, als man dir riet, abzubrechen, sagtest du, wer soll die Frauen warnen, wenn nicht eine Frau? Denn du wusstest um unsere Sache. Denn du wusstest um unsere Sache. Aber sie waren hinter dir. Du wichest aus noch einmal zu deinen Eltern. Und
unterzutauchen, dort mit deinem Söhnchen. Doch die Kriegsmaschine rasselte schon hörbar. Du konntest nicht abseits stehen, wieder begannst du. Da fielst du in den Hinterhalt des Häschers. Sie fassten zu, sie wussten, wen sie hatten. Sie befragten dich, wie man solche wie dich befragt. Aber du schwiegst. Du warst standhafter als mancher Mann neben dir. Du standest zur großen Sache. Denn du standest zur großen Sache. Und da du stärker warst als deine Folterknechte, obschon man dich einmal an Krücken in den Gerichtssaal schleppte, als du auf des Vorsitzenden Angebot, dir Freiheit zu gewähren, falls du die Namen der Kameraden nanntest, die kühle Antwort gabst, reden sie doch nicht solchen Unsinn. Da wurdest du als Unverbesserliche in die Akte eingetragen und zum Tode verurteilt. Am 12. Juni 1937 als erste deutsche Mutter vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Denn du dientest der großen Sache. Es kam der Befehl, dich zu überführen nach Plötzensee, dem Menschenschlachthof. Und in dem Befehl stand, gefesselt, Sonderwagen, scharfe Aufsicht. Und so fuhren sie dich von Stuttgart nach Berlin, dich, Lieselotte Herrmann, Chemiestudentin, 28 Jahre alt, Mutter eines dreijährigen Knaben, zur Enthauptung nach Plötzensee. Weil du die deutschen Frauen gewarnt hattest vor dem Hitlerkrieg, weil du schon 1935 mit Lebensgefahr warntest. Hitler, das ist der Krieg. Weil du dein Land mehr liebtest als dein Leben. Weil du dein Land in Wahrheit liebtest. Weil
So fuhr man dich von Süden nach Norden durch Deutschland, in dein Sterbehaus, offen die Augen. Du standest, die Hände gefesselt auf den Zehenspitzen, und sahst durch die enge Luke des rollenden Waggons noch einmal dein Land. Im Glanz der Sommersonne die reifende Ernte, die Beeren und Traubenhänge des Neckars, wo du mit deinen Pionieren gewandert. Und obschon du standhaft warst, wurden deine Brillengläser trübe von Tränen. Denn du warst jung und liebtest sehr dein Land. Hattest du die Wachtmeisterin, deine Augengläser zu wischen, und du sahst die waldigen Häupter des Spessart und den hohen Hut der Wasserkuppe der Rhön. Mit breiten grünen Fahnen hatte dir zu Ehren dein Land geflaggt. Du wusstest, jeder Berg sandte dir seinen letzten Gruß nach. Jede weiße Wolke am blauen Himmel hielt noch einmal auf der Wanderung an, dass du länger sie betrachten mochtest. Und die so eilige Saale schäumte am giebigen Stein gegen den Felsen, dass ein Spritzer deine Stirn traf zum Abschied. Denn es schien, wenn auch die Menschen schwiegen, die Berge, die Bäume, die Wolken, die Flüsse wussten, wie du dein Land liebtest. Fuhrst du durch Deutschland, deine Heimat, die dir teuer war, die du warnend bewahren wolltest vor dem Verderben. Selbst nun gefesselt, mitten hinein in den Steinsarg des Zuchthauses, der Todeszellen
von Plötzensee unter den Tod gezeichneten täglich zu warten auf den Beamten, der karg verkündet. Morgen früh um 5 Uhr zu warten auf den Haarschneider, der den Nacken dir ausrasiert, auf den Geistlichen und die Wärterin und dazwischen noch immer Verhöre. Zu verraten, die große Sache. Zu verraten, die große Sache. So führten sie dich wieder einmal vor den Gerichtsherrn, dich, die zum Tode Verurteilte, um auszusagen als Zeugin, um bei guter Aussage dann das eigene Todesurteil zu mildern. Aber du sagtest zu dem Richter: Mein Herr, was wollen Sie von mir? Ich bin für Sie eine Tote, und Tote sprechen nicht mehr. Der Genosse, den du als einzige Wisserin durch dieses Schweigen gerettet, erklärte später: Es war, als hätte eine unsichtbare Fahne plötzlich im Saal geflattert. Die Fahne, zu der Lilo Hermann stand. Aber die Herren Richter waren geduldig. Sie konnten nicht zugeben, dass eine junge Frau den roten Talar besiegte. So riefen sie die junge Frau noch einmal zum Verhör. Zum letzten Mal, wie sie sagten. Sie sprachen: Es falle dem Führer schwer, dies Urteil an einer deutschen Mutter zu bestätigen. Im Nebenzimmer warte ihr Söhnchen. Sie brauche, gewissermaßen symbolisch, nur einen Namen der Kameraden zu nennen. Und sie könne ihr Söhnchen bei einer milden Gefängnisstrafe zu sich nehmen. So sprachen die Richter zu Lilo. So sprachen die Richter zu Lilo. Bekräftigung dieses Angebotes ging einer ins Nebenzimmer
und plötzlich erschrak Lilo. Denn sie hörte das geliebte Stimmchen. Mama, Mama, weshalb kommst du nicht? Da presste sie die Finger in die Ohren und schrie: Nein, nein, ich kann nicht. So dass die Wärterin kommen musste und die Wahnsinnige zurückbrachte in die Zelle. Denn Lilo konnte nicht verraten. Als erste deutsche Mutter unter Hitlers Henkerbeil, weil ihr Land ihr teurer war als das eigene Leben, weil sie um die große Sache wusste und weil sie standhaft zu ihr stand bis zum Henkerblock. Lasen wir das Tagebuch über ihr Söhnchen in Paris. So schrieben bei ihrem Tode die Frauen von Barcelona und die Frauen von Zürich an das Henkergericht in Berlin. Sie sagten 1938 das Ende der Mörder voraus. Und Lilos Satz: Tote sprechen nicht mehr. Der Satz, mit dem sie einen Kameraden gerettet, der Satz wandte sich um und fuhr durch die Länder. Lilo war tot. Doch ihre Stimme klang über die Grenzen. Deine Stimme auch heute, Lilo Hermann, und nicht weniger stark. Denn noch immer leckt sich der Blutsäufer Krieg die verlogene Schnauze. Frauen der Welt, zeigt auf den Feind,
mit Fingern, mit Fäusten, stürzt der Kriegsbande Waffen ins Meer, blockiert die Geleise, schüttet die Sprenglöcher zu. So rettet ihr eure Söhne. Denn nie war eine Sache gerechter als diese. Frauen der Welt, zu Ende das Fürchten, zu Ende das Klagen, heute seid ihr die Stärkeren. Frauen der Welt, zu Ende das Fürchten,